Strich unter die Innenpolitik und wollen auf das schauen, was im Moment in Weißrussland passiert. Die Bilder von dort sind gewaltig, die uns da seit gut einer Woche erreichen. Heute Abend gab es eine Großdemonstration da auf der Straße. Das sind Menschen mit sehr, sehr viel Mut, weil sie sehr, sehr Schlimmes befürchten müssen als Oppositionelle oder als diejenigen, die eben gegen den Diktator dort demonstrieren gehen, gegen Lukaschenko. Das sind aktuelle Bilder dort aus Minsk, aus der Hauptstadt von Weißrussland. Und dort wollen wir jetzt einmal schalten zu meinem Kollegen Paul Ronsheimer, der diese Proteste heute sich vor Ort angeschaut hat und voller Eindrücke von diesen Großdemonstrationen zurückgekommen ist. Paul, schilder uns ein bisschen etwas über die Stimmung dort auf den Straßen und vor allen Dingen auch auf die, über die Aussichten dieser Proteste jetzt. Ja, Kai, ich bin in der Tat gerade eben erst zurückgekommen von den Demonstrationen. Die große Angst der Demonstranten hier in Minsk ist, dass es wieder Gewalt gibt. Und lieber Kai, neben mir sitzt jemand, der diese Gewalt erlebt hat. Es ist Alexis, 23 Jahre alt, Mechatroniker. Er war bei einer Demonstration. Alexis, erklär uns, was dir passiert ist. Zeig uns, was dir passiert ist. Меня задержали сотрудники ОМОНа, отвезли в здание РУВД. Там меня всячески избивали, оскорбляли, присвоили номер 15, били резиновыми дубинками. Среди избивающих были также и женщина была. Держали нас, не давали ни есть, ничего. Ja, Alexei hat uns diese dramatischen Erlebnisse geschildert, die er dort auf der Polizeiwache erlebt hat. Er wurde festgenommen auf einer Demonstration, wurde mit einem Polizeitransporter in eine dunkle Kammer gebracht. Dort hat man auf ihn eingeschlagen mit einem Gummiknüppel. Man hat ihm eine 15 auf den Oberschenkel gemalt und gleichzeitig hier, man sieht es auf seinem Pullover, diese 15 hat man dort draufgemalt, weil man gesagt hat, Alexei, du hast jetzt keinen Namen mehr, du hast noch nur noch eine Nummer. Und man hat gesagt, du musst jetzt brüllen, Alexander Lukaschenko ist der beste Präsident der Welt. Also man sieht, die Kräfte sind hier zu allem bereit. Und wenn ich mit Alexei, den ich gestern das erste Mal getroffen habe, spreche oder wenn ich mit den Demonstranten hier auf der Straße spreche, dann fragen sie, was tut Deutschland eigentlich? Was kann Deutschland tun? Und die Frage gerichtet auch an den Vizekanzler, wie kann Olaf Scholz jemanden wie Alexei schützen? Und vor allem, wie kann er dafür sorgen, dass derjenige, der hier Wahlbetrug begangen hat, Alexander Lukaschenko, endlich abtritt? Herr Scholz, gib mir direkt weiter die Frage von Paul aus Minsk. Das Erste ist, dass wir als Europäische Union gemeinsam handeln. Deshalb ist es sehr gut, dass es erste Beschlüsse zu Sanktionen gegeben hat, die die Außenminister miteinander getroffen haben, weil es zeigt, dass wir nicht akzeptieren, was dort geschieht. Ich finde, man kann das schon sehr klar beschreiben. Der Lukaschenko hat keine Mehrheit mehr in seinem Volk. Er ist durch. Und wenn es nur nach demokratischen Regeln geht, dann wird er nicht mehr lange im Amt sein. Und wir müssen jetzt gewissermaßen mit dem, was wir machen, dafür Sorge tragen, dass die Kraft und der Mut, denn es ist ja ein unglaublicher Mut, den ganz viele da jeden Tag gegenwärtig zeigen, dass dieser Mut auch seine Kraft entfalten kann und dass es möglich ist, dadurch auch Veränderungen zu bewirken. Sie haben gesagt, wenn es nach demokratischen Regeln geht, ich glaube, das können wir nach den Bildern endgültig sagen, dass das nicht der Fall ist. Das ist nicht der Fall. Das ist ein schlimmer Diktator. Und deshalb braucht er auch klare Ansagen und eine klare Sprache. Aber sind wir alle, das war ja die Frage auch von Paul und offenbar auch von ganz, ganz vielen, die da so mutig, wie sie es beschrieben haben, auf die Straße gehen, sind wir selber oder sind unsere Regierungen hier in Europa mutig genug, wenn wir diese Bilder von den Hunderttausenden dort auf der Straße sehen, sind wir dann mutig genug, nach einer Woche zu sagen, na, beraten jetzt mal über Sanktionen, ist das alles, können Sie sagen, da haben wir alles getan, die zu unterstützen dort in Minsk? Wir müssen entschlossen und klar sein. Die Beschlüsse der Außenminister werden sicherlich nicht das Letzte sein, was wir zu tun haben und die ganze Zeit bei dieser Linie bleiben. Ich glaube, das ist die Sprache, die jetzt verstanden werden muss. Und das ist unsere Möglichkeit, die dort existiert, dass wir zeigen, so geht das nicht und man kann mit dieser Vorgehensweise nicht durchkommen. Also ganz konkret, Sanktionen müssen erfolgen. In welcher Härte? Welche Sanktionen? Das muss jeweils ganz konkret abgewogen werden. Man muss ja auch noch immer noch was zu tun haben, wenn man gewissermaßen das macht. Denn ich stelle mir vor,
dass das schon eine längere Zeit sein wird. Und das, was wir tun können, ist eben klar zu sein, entschieden zu sein. Und deshalb bin ich froh, dass erste Entscheidungen getroffen worden sind.